Jeder Schauspieler möchte einmal in seinem Leben Shakespeare spielen. Und hier haben wir ein Stück voll mit Shakespeare. Da kommt unser Titel ins Spiel, Cherry Picking. Das heißt so viel wie Rosinen aus dem Kuchen herauspicken. Und dann gibt es eine Rahmenhandlung. Die Rahmenhandlung ist, dass Elisabeth die Erste 66 Jahre alt geworden ist und alle ihre verflossenen Liebhaber eingeladen hat. Elisabeth die Erste war tatsächlich eine sehr, sehr lebenslustige Frau. Viel Tanz, viel Männer, viel Spaß. Gluck, gluck, gluck. Und es ist sozusagen das Ende des Festes. Ein Liebhaber fehlt noch. Er hat sich gar nicht gemeldet. Und sie sinniert wohl, wo er bleibt. Und die Überraschung ist, er kommt als Letzter und mit einem ganz großen Geschenk. Ja, und das ist Sir Archibald. Sir Archibald bringt eine große, große Kirschtorte. Die Torte öffnet sich und da ist ein kleines Globe-Theater. Diese mehreckige Tortenform passt auch gut zu der ursprünglichen Form des Globe-Theater von Shakespeare. Das riecht nach übler Verirrung, abartigen Trieben. Ja. Und noch was Drittes. Tut's nicht mit Gift. Er wirkt sie in dem Bett, das sie besudelt hat. Ja, das ist gut. Ja. Das Gerechte daran mag. So spät. Ich sterbe ohne Schuld. Es geht gleich los. Elisabeth stellt ja einmal die Frage, ob von ihr und von Shakespeare mal für die Nachzeit etwas übrig bleibt. Und da fand ich die Antwort ganz schön. Ihr Elisabeth für England und Shakespeare für die ganze Welt. Das war der Originaltext.